Die Landesregierung hat heute den Gesetzentwurf für ein Klimaschutzgesetz beschlossen. Was sieht dieser vor? Das Gesetz sieht vor, dass wir das Klima schützen, indem wir klimaschädliche Gase vermeiden, wie etwa CO2, dass wir die zurückfahren, zum Beispiel CO2 um 25% bis 2020. Das sind also sehr ambitionierte Ziele und es hat jetzt eine gesetzliche Grundlage. Warum ist dieses Gesetz so wichtig? Ja, es ist einfach wichtig. Bisher ist der Klimaschutz nicht gesetzlich geregelt, sondern nur in Einzelmaßnahmen. Und wenn er jetzt gesetzlich geregelt wird, dann muss er zum Beispiel bei irgendwelchen Entscheidungen auch abgewogen werden mit anderen gesetzlichen Zielen. Und sowas ist immer ganz wichtig. Es ist sozusagen damit auf der höchsten Stufe der Klimaschutz, nämlich dass er gesetzlich geregelt ist. Wie sollen die Klimaschutzziele erreicht werden? Ja, dazu legt man natürlich ein Programm auf. Ja, das machen wir mit etwa 100 Punkten Einzelmaßnahmen für Wirtschaft, für die Haushalte, für den Einzelnen, was er tun kann und tun soll. Das sind teilweise Vorgaben, es sind aber auch Fördermaßnahmen, die wir dabei machen. Also das wird dann konkret in einzelnen Maßnahmen, die wir vorschlagen, bei einem Betrieb in der Kommune, in einem Haushalt dann konkret umgesetzt. Wenn Baden-Württemberg den Ausstoß an Treibhausgasen massiv reduzieren soll, schadet das nicht dem Wirtschaftsstandort? Ganz im Gegenteil, es wird dem Wirtschaftsstandort nützen. Denn mit Produktlinien, die Ressourcen und Energie sparen, mit neuen Konzepten beim Hausbau und Ähnlichem, da erweitern wir ja unsere Chancen auf den Weltmärkten. Denn alle Länder erkennen, man muss etwas gegen die Klimaerwärmung tun. Also sind Produkte, die das gewährleisten mit hoher Qualität, aber auch preiswert sind, die haben dadurch die besten Chancen, dass sie auch gekauft werden. 2/3 unserer Produkte exportieren wir. Darum ist es eigentlich so wichtig und wir nehmen damit zugleich unsere globale Verantwortung wahr.